Der private Pharma-Großhändler Care will den Nordosten erobern. Seit Juli rollen in Ludwigsfelde bei Berlin im ehemaligen Gesine-Standort rote Kisten über die Bänder. Die Troika aus Stefan Holdermann, Hans-Heinrich Care und Ulrich Care startet zunächst mit 200 Kunden. Rund 1700 Apotheken könnten beliefert werden. Wir werden natürlich auch auf die Kunden zugehen, aber im Moment ist es auch so, dass die Kunden auf uns zukommen. Der private Großhandel war hier nur im südlichen Teil sehr stark und gerade Richtung Cottbus, Frankfurt Oder stoßen wir viel Interesse und das werden wir sicherlich gut ausnutzen können. Der neue Standort entlastet die beiden Niederlassungen in Braunschweig und Dessau und ist auch ein Signal an die Konkurrenz. Das Risiko kann man immer erst hinterher sehen. Wir halten es sicherlich für mutig, weil wir so etwas nicht alle Tage machen, wie das manche Konzerne tun. Aber notwendig ist es deswegen, weil wir an unserem Home-Markt unter Druck geraten sind durch die Gründung von zwei Filialen, östlich und westlich von Braunschweig. Und dann muss man halt ein bisschen sehen, wo man bleibt. Statt mit hohen Rabatten will Care Berlin mit pünktlicher und zuverlässiger Lieferung punkten. Wir gehen nicht aktiv in den Markt mit irgendwelchen Aggressionen. Und insofern sehen wir zu, dass dieser Markt verlässlich arbeiten kann und gehen keine überhöhten Risiken ein. Der private Großhandel sei gut aufgestellt. Eine Verdrängung durch die Rabattschlacht der Wettbewerber erwartet man bei Pharma Privat nicht. Ja, also der Großhandel steckt nicht in der Krise, sondern es gibt selbstgemachte Probleme. Und das sind strategische Überlegungen einzelner Wettbewerber. Da gibt es insbesondere zwei, die im Moment einen unerbittlichen Kampf gegeneinander austragen. Da fragen wir uns auch, wohin das führen soll. Das hat für keinen richtig irgendetwas Gutes. Der Rabattwettbewerb könne jedoch mittelfristig zu Nachteilen für die Apotheken führen. Ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht auch die Politik wieder auf den Plan kommt, wenn plötzlich wir quasi keine Spanne brauchen. Dann kann man sie uns eigentlich auch gesetzlich nehmen. Das wollen wir alles natürlich nicht. Seit 25 Jahren kooperieren die inhabergeführten Großhändler. Diese Zusammenarbeit soll künftig noch besser vernetzt werden. Als Pharma Privat stehen sie den Pharma Großhandelskonzernen gegenüber. Die Struktur von Pharma Privat ist in den letzten 20 Jahren sehr gut zusammengewachsen. Da wird sicherlich die Zusammenarbeit auf Mitarbeiterebene weiter verstärkt werden. Wir werden unsere EDV-Basis auch stärker vereinheitlichen, um da auch zukunftsfähiger zu werden. Das sind sicherlich die wesentlichen Ziele für die nächsten 5 Jahre.